Hallo und herzlich willkommen für ein weiteres Review von Phil Filler. Heute soll es um den Parker Jotta Originals in Orange gehen. Es gibt ein Unboxing, ein Test und es wird geklärt, was mit dem Loch in der Kappe auf sich hat. Viel Spaß! Der Füller kommt in dieser Verpackung, ist eingeschweißt und beinhaltet den Füller und zwei Patronen. Die Packung beinhaltet eine blaue Tinte, eine schwarze Tinte und auf alles gibt es 2 Jahre Garantie auf Produktionsfehler. Die Tintenpatronen sind nachfüllbar. Warum die jetzt nachfüllbarer sind als andere Patronen, erschließt sich mir nicht. Wahrscheinlich muss man die auch mit einer Spritze entleeren und dann wieder mit einer anderen Tinte auffüllen. Der Hersteller empfiehlt natürlich Tinte von Parker. Den Parker Jotta gibt es nur in einer M-Feder und wurde hergestellt in Frankreich. Jetzt legen wir mal die blaue Patrone ein. Fässt sich relativ günstig an, der Füller. Patrone sitzt relativ fest drinne. Ich habe die ganze Woche darüber nachgedacht, was diese 2 Symbole zu bedeuten haben. Parker wurde zum königlichen Hoflieferanten ernannt. Und zwar hier ab 1962 für Queen Elizabeth II. Und den Prinz von Wales ab 1990. Später mehr zu der Geschichte von Parker. Den Parker gibt es in einer Pappschachtel ab 9 Euro oder bei Amazon für 6,91 Euro in einer Blisterverpackung mit 2 Patronen, schwarz und blau, wie am Anfang zu sehen. Parker sagt zu den Füller, dass der Anwenderkreis die nächste Generation der Füllernutzer ist, also die Einsteiger. Eventuell auch was für Präsidenten, später mehr. Änderungen gegenüber älteren Jotta-Modellen sind die Farben. Typische Parker-Symbole sind der stilisierte Pfeil im Clip und die Form des Füllers. Die Kappe besteht aus rostfreiem Edelstahl mit einem matten, gebürsteten Finish. Die Kappe des Parkers ist abgeflacht. Sichtbar ist hier ein Spalt von den 2 Bauteilen. Auf der Vorderseite ist das Parker-Logo eingraviert. Auf der Rückseite sieht man das Herstellungsland Frankreich. Doch warum Frankreich? Im Jahr 1888 wurde die Parker Pen Company in Jamesville, USA gegründet. Es wurden unter anderem Werke in Großbritannien, Deutschland, Frankreich und Dänemark eröffnet. 1954 wurde der Jotta herausgebracht. 1963 zog der Firmensitz nach Newham, Großbritannien. 1993 wurde die Firma an die Gillette Company verkauft. Diese verkaufte wiederum im Jahr 2000 die Firma an Newell Rubbermaid. 2009 wurden die Werke in den USA und Großbritannien geschlossen und die Produktion nach Nantes in Frankreich verlagert. Der Clip des Füllers ist ein stilisierter Pfeil. Darunter befindet sich ein Loch. Doch wofür ist das Loch? Im Internet habe ich keine Antwort gefunden, daher habe ich einfach mal bei Parker nachgefragt. Der Techniker meinte, das Loch in der Kappe verhindert den Vakuumeffekt, wenn der Stift verschlossen ist. Die Kappe besteht aus einer Sperrvorrichtung, wahrscheinlich meint er das Inlay, die den Spitzenabschnitt abdichtet und einer äußeren Kappe, die wir sehen. Drückt man die Kappe auf das Griffstück, wird ein Druckgradient erzeugt. Dies wirkt sich auf die erforderliche Zugkraft zum Öffnen aus. Das Loch gleicht den Atmosphärendruck aus und macht das Entkappen komfortabler. Der Füller wird mit einem Klickverschluss verschlossen. Die Kappe sitzt fest auf dem Füller. Der Übergang von der Kappe zum Schaft ist scharfkantig. Man sieht, dass die Kappe dünner ist als der Schaft. Der Schaft des Füllers ist aus einem glänzend orangenen Kunststoff und fühlt sich günstig an. Er hat eine schöne, kräftige, orangene Farbe. Das Griffstück des Füllers besteht aus einem glänzenden, schwarzen Kunststoff. Dieses nimmt aber nicht sehr viel Fingerabdrücke an. Der Übergang vom Griffstück zu dem Schaft ist scharfkantig.
Die Feder sitzt auf einem Kunststofftintenleiter und gibt es nur in der Größe M. Auf der Feder ist das Parker-Symbol sichtbar und die drei Pfeile. Kommen wir nun zu den Spezifikationen des Füllers. Die Länge im geschlossenen Zustand ist 131 mm. Die Länge im geöffneten Zustand ist 118 mm. Länge der Kappe ist 54 mm. Der maximale Durchmesser vom Übergang der Kappe zum Schaft ist 10 mm. Der minimale Durchmesser ist an der Unterseite des Füllers und beträgt 6,7 mm. Das Gesamtgewicht des Füllers ist leer 11 Gramm. Gewicht der Kappe ist 6 Gramm, Gewicht ohne Kappe 5 Gramm. Die Federstärke gibt es nur in M. Als Patron ist eine Großraumpatrone enthalten. Anwender sind Einsteiger und smarte Präsidenten. Warum smarte Präsidenten? Der amerikanische Präsident John F. Kennedy unterzeichnete die Gesetze mit Parker-Stiften und verschenkte diese an anwesende Personen. Kommen wir nun zu einem Schreibtest. Ich habe hier einen Parker Jotta. Oder heißt der Jotta? Keine Ahnung. Originate. Als Tinte habe ich hier die Großraumpatrone genommen, die mit dabei lag. Das war eine Parker Quink in Blau. Das Blau erinnert mich an das Königsblau vom Pelikan, mit dem ich in der Schule geschrieben habe. Also das allseits beliebte Blau aus der Füllerbubble. Das Papier ist ein Rodia Dotbook mit 80 Gramm pro Quadratmeter. Also ein schön glattes Papier, was auch nicht so viel aufsaugt. Es ist eine M-Feder, was anderes bekommt man für den Stift nicht. Jetzt probiere ich eine Linienvariante hinzubekommen. Das heißt, ich drücke teils fester auf, dass mehr Tinte aus der Feder rauskommt und der Strich ein bisschen breiter wird. Also man bekommt das schon hin, aber es ist nicht stark. Es ist eigentlich nicht der Rede wert. Gucken wir nochmal hier. Ja, ist ein schöne Strichstärke für einen M-Füller, also so wie ich mir jetzt persönlich den noch vorstellen würde. Gucken wir mal, ob der nass oder trocken schreibt. Er schreibt trocken, also der Tintenfluss ist nicht so stark, also es kommt wenig Tinte raus. Und ja, schreibt trocken. Jetzt probiere ich nochmal schnell so eine Unterschrift. Kann man auch mitmachen. Jetzt kommt der allseits beliebte Satz vom Big G und vom Witty. Also das ist ein Satz, wo quasi alle Buchstaben im Englischen drin sind. Die Quick, Brown, Fox jumps over the lazy dog. Ja, also der Füller hat ein leichtes Feedback. Das heißt, man hört, dass man schreibt, also wie er hier übers Papier gleitet. Aber er gleitet recht smooth und kratzt auch nicht, also so, dass er jetzt irgendwie sich hier im Papier verhakt. Das macht er überhaupt nicht. Er schreibt direkt aus der Box richtig, also er schreibt gut, ja, kann man so sagen. Kommen wir zum Fazit. Wenn der Füller hier auf dem Blatt liegt, auf dem Schreibtisch liegt, sieht er eigentlich ganz gut aus. Also hier mit dem Kontrast von dem Orangenen und der Stahlkappe gefällt er mir ganz wunderbar. Er liegt auch gut in der Hand, er ist leicht, von der Größe her passt er auch. Aber was überhaupt nicht geht, ist halt hier diese scharfe Kante. Da liegt mein Daumen auf und man merkt deutlich die scharfe Kante. Und wenn ich jetzt hier mehrere Seiten damit schreiben würde, dann könnte ich mir vorstellen, dass der Daumen sich hier so eingräbt und dass das doch störend ist und vielleicht, wenn man viel schreibt, schwitzige Hände hat, dass man sich hier auch wund schubbelt. Also das geht eigentlich gar nicht. Man müsste hier das Griffstück einfach nur ein bisschen breiter machen, sodass dann hier die Fläche bündig ist und dass hier keine scharfe Kante ist. Das kriegen ja andere Füllerhersteller auch für 6, 7 Euro hin. Also ist alles drin.
könnte Parker sicherlich ändern. Ja, vielen Dank, dass ihr es bis hierher geschafft habt. Ich hoffe, es war auch informativ für euch. Lasst mir ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, dann schreibt mir ruhig. Schreibt mir bitte auch, wenn ihr mir sagen könnt, wie ich die Akustik verbessern kann, weil es halt doch schon etwas, wie ich das wegkriege. Würde mich freuen. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr das nächste Video von mir gucken würdet. Und bleibt dabei am Schreiben. Danke, ciao.